Ja, Leute, wo ich heute bin, das werdet ihr garantiert überhaupt nicht raten. Hier war ich vor 35 Jahren ganz oft gewesen und vor 40 Jahren auch. Hier haben nämlich meine Großeltern gewohnt. Eben. Ja, Leute, ich bin in Langgöns. Langgöns habe ich übrigens immer Long Island genannt. Ihr wisst ja, hier oben ist übrigens der Bahndamm. Nee, und ich habe Spatenbier dabei. Das ist total filthy. Gut, Leute, jetzt regt ihr euch bestimmt aber über Sinn und Zweck hier. Merkt. Scheiße, weil hier hinten ein bisschen außerhalb von dem Dorf gibt es, naja, also früher war ein bisschen mehr als Grundmauern, wo ich noch ein Kind war, wie gesagt vor 35 Jahren. Und ja, das ist die sogenannte Lochermühle. Und zwar der Mann, dem die Lochermühle gehört hatte, der hat sich vor vielen, vielen Jahren erhängt. Ich weiß auch nicht genau warum. Hat er sich auf jeden Fall erhängt. Und ab dann ist die Mühle verkommen gewesen. Und dann hat man sie irgendwann abgerissen. Und im Krieg hat man auch probiert, Scholz, noch eine Bombe da drauf zu schmeißen. Und früher gab es da immer noch einen Bombenkrater. Ob der mittlerweile verlandet ist oder ob es den immer noch gibt, das werden wir unter anderem halt auch herausfinden. Eben. Ich bin vom Bahnhof, bin ich erstmal zu dem alten Einkaufsmarkt hingegangen. Ich musste feststellen, die haben den arg verkleinert. Also eigentlich ist das Gebäude immer noch so groß wie früher, aber ein Teil haben sie jetzt einen Döner da reingesetzt. Ihr wisst ja, Döner macht blöder. Und da habe ich gehofft, dass ich in dem Markt bayerisches Bier bekomme. Wenn es auch warm gewesen wäre, scheißegal. Aber hatten sie wenigstens in der Kühlung große Flaschen Licher gehabt. Scholz. Und ihr wisst ja, Licher ist auch gutes Bier. Hier in Langgöns sind wir natürlich im tiefsten Hessen. Nicht so wie meine Heimat. Wetzlarer Gegend, Preußen. Ja. Und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal schön gemeinsam. Hier oben fährt jetzt auch gerade ein Zug. Ich denke mal, ihr könnt ihn hören. Gesehen habt ihr wahrscheinlich nichts. Und jetzt geht's los zu Lochermühle. Ja, was bin ich als Kind hier den Weg mit meinem Opa lang gelaufen. Huiak, das werde ich nie vergessen. Hier ist auch so ein Viadukt, so ein Dings, wie auch in Weilburg. Filthy. Eben. Ja, einmal bin ich mit meinem Opa auch hier lang gelaufen und da wollte er mir Pfeil und Bogen zeigen, wie man sich Pfeil und Bogen baut. Und hier waren früher ganz viele Bäume hier gewesen. Jetzt sind ja auch Bäume hier. Vielleicht war das auch weiterhin so. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Weil da gibt es ein besonderes Holz. Da kann man dann den Bogen gut biegen. Zwar habe ich sogar vergessen, was es war für ein Holz. Ob es Erle war.
Ich weiß es einfach nicht mehr. Hier ist die eine Bach. Ich glaube, es ist der Kleebach, aber ich weiß es nicht. Ich werde es nochmal erforschen und dann unten einblenden. Ja, Leute. Da ist die Flasche Bier auch schon wieder halb leer. Nöckt. Und ich merke, dass ich auch mal sarchen muss. Hier oben merkt ihr ja, wie die wie der Bahndamm da ist. Elektrifiziert, nicht so wie die Lahntalbahn. Die Lahntalbahn ist ja nur deswegen nicht elektrifiziert, wegen den vielen Tunneln, die sind alle zu niedrig. Scholz. Gut, Leute, dann bis gleich. Ja, Leute, also ich will wirklich nicht lügen, aber ich war hier bestimmt, naja, 99 war dann schließlich die Oma verstorben. Das wären jetzt 23 Jahre. Also ich war mindestens seit 23 Jahren nicht mehr hier lang gelaufen. Und ich glaube, Bier trinkend bin ich noch nie hier lang gelaufen. Oh, ihr wundert euch, warum ich jetzt auf einmal humpel. Ich muss nämlich saudringend sarchen. Filthy. Guck mal. Wenn wir jetzt da lang gehen, geht es zur Lochermühle. Und hier rüber ist ein Bahnübergang. Unbeschrankt, auch nur für Fußgänger. Ob es den überhaupt noch gibt. Also so ungesichert. Und dahinter in der Lichtung, da liegt die Lochermühle. Aber ich gucke mit euch erstmal nach dem Bahnübergang hier. Pinkelnd gucke ich mit euch nach dem Bahnübergang. Was ist, wenn man blöd ist? Scheiße. Na egal. Ich trage heute das Hemd eh zum zweiten Mal. Dann kann das auch in die Wäsche, gell? Gut, Leute. Also das sieht filthy aus. Früher war das hier nicht so filthy. Filthy. Pizzicato, Mucke. Gut, Leute, darf noch mal einen Schluck Bier trinken. Doch, guckt, Leute, da ist der Bahnübergang. Und hier dürfen wir nicht mehr rübergehen, haben sie gesagt. Früher durfte man hier rübergehen. In den 80er Jahren. In den 80er Jahren, da war noch wesentlich mehr erlaubt als heute. Guckt hier, da haben sie so ein Schild jetzt hier hingelegt. Betreten der Bahnanlage verboten. Eben. Auf jeden Fall bei 141 Kilometer und 800 Meter sind wir hier. Ja, da können wir mal in die Richtung gucken. Ja, also wie gesagt, früher durfte man, konnte man hier direkt rüber gehen. Die Zeiten sind halt auch vorbei, wie man sieht. Gut, Leute, dann gehen wir wieder zurück, weil wir dürfen das ja nicht richtig betreten. Eben. Gut, Leute, dann pumpe ich jetzt mal den restlichen Schluck Bier hier ab. Und direkt... Oh, das seid ihr ja. Und direkt an der Lochermühle robbe ich mir dann die nächste Flasche Bier auf. Wird dann halt leider Licher sein. Licher ist kein verkehrtes Bier. Ist aber leider kein bayerisches Bier. Boah. Eben. Wojciech Zwieback, der Mann, der immer so viel Zwieback aß. Holz.
Scholz. Gut, Leute, dann bis gleich. Yep. Ja, Leute, guckt mal hier. Sieht aus, als wäre das noch hier mit altem Bauschutt. Und hier liegt noch eine alte Springfeder drin. In der Erde. Ja, damals war der Weg auch so breit wie hier vorne. Und wie gesagt, da konnte man ja über die Schienen gehen. Also dann, bis gleich.